ein bisschen mickrig für den Arm. Na, egal. Ich habe auch keine Ahnung, wie das berechnet wird. Wieder mal gucken. Stile. Ganz länger. Nein. Swordmaster. Nein. Was haben wir schon? Ah, den Roygard benutze ich nicht so oft. Obwohl der eigentlich sehr effektiv ist. So, wie mir eine neue Waffe. Da, 4 Punkte. Na egal. Mission beginnen. Okay, wenn wir uns noch gut daran erinnern können, ist hier links noch so eine Statue, die wir verprügeln können. Ja, genau, Swordmaster. S-Rang müsste ausreichen. Komm schon. Ja. So. Hier taucht jetzt ein neuer Gegner auf, der ziemlich brutal sein kann. Ich glaube, der ist auch ein Blitz. Aber was hat. Ja, was haben Blitze? Was für Eigenschaften haben Blitze? Die sind viel zu schnell. Mit Nero ist es leicht, den zu besiegen, aber mit Dante ist es ein Tick schwieriger. Also mit den Items, die wir jetzt haben. Später gibt es noch ein Item, womit die leichter zu besiegen sind. Ach. Wow. Okay, wenn wir nicht schießen, ich glaube, dann sieht er uns nicht, weil er ist blind. Ja, er ist blind. Er orientiert sich nur nach Geräuschen. Ja, und ich schieße die ganze Zeit auf ihn, damit das hier ausgeht. Mein Ziel ist es genau, das ist genau mein Ziel. Jetzt wird er schneller, aber... Ja, diese Dash-Dingens, diese Dash... Ah, ich rede... Das ist ein bisschen schwierig, gleichzeitig zu spielen und gegen ihn zu kämpfen. Ja, das, was er versucht uns in die Luft zu schmeißen. Also er versucht uns damit anzugreifen und in die Luft zu schmeißen. Dabei begeht er dann Selbstmord. Aber wenn wir ihn lang genug aufhalten, was ist mit ihm los? Ja. Ist er überladen und fliegt selber in die Luft. Also worauf ihr nur aufpassen müsst, wenn er rot leuchtet.
dass ihr euch nicht fängt, wenn ihr diesen Drill Dash da versucht. Mit Nero ist es sogar möglich, den komplett zu vernichten. Okay. Ja, also ist unser Ziel erstmal jetzt, das Eis hier zu beseitigen. Die Frage ist jetzt, wohin nochmal? Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als hier reinzugehen. War das nicht der Raum mit, wo wir zum ersten Mal gegen die Ritter da angetreten sind? Irgendwo sind hier noch rote Orbs, das weiß ich. Ja, und zwar hier. Die konnten wir am Anfang ja nicht bekommen, als wir Nero hatten. Ob ich den anderen. Ach, ich bin gerade gezielt. Jetzt reicht's mir. Endlich ist ein Schild mal kaputt. Wir können ihn aufspießen. Und bam. Der Weg hat sich gerade geöffnet. Oh, da war doch was Schönes. Hier ist noch ein Zettel, aber was war denn das nochmal? Ja, diese Mission. Hier heißt es, wenn ihr nur einmal getroffen werdet. Das ist schon vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr den Royal Guard noch einsetzen könnt, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber um diese Mission ganz einfach zu schaffen, müsst ihr eigentlich nur das hier befolgen. Dauert halt ein bisschen. Ich versuche es jetzt nur einmal. Nervig sind noch, dass diese kleinen Viecher infizierten noch an Dingen haften. Ich höre die ganze Zeit dieses Klingengeräusch. Ich habe keine Lust, dass jetzt. Könnt ihr noch mit dem Devil Trigger ein bisschen raufballern? Einen kleinen Extra-Schaden.
Wow. Wow. Sorry, wenn ich ein bisschen ruhig bin, aber das ist knifflig. Nein! Nein! Ich könnte meinetwegen vorspulen. Ich weiß auch nicht, wie lange das dauert. Ich hoffe, dass es nicht mehr lang dauert. Immer schön Doppelsprung, zwei Schüsse und wegdashen. Ich krieg gleich so einen Krampf in der Hand. Nein! Oh, das hasse ich. Naja. Ja, ich hab's nicht geschafft und ich werde höchstwahrscheinlich das hier schneiden. Okay. Die Mission hatten wir schon gemacht. Naja, ist ja auch nicht so wichtig, dass ihr alle Missionen schafft. Also, wir haben recht viel Energie. Aber falls ihr wissen wollt, wo sie sich alle befinden, ihr habt ja gesehen, ich zeige sie euch. Oh, da haben wir wieder so einen Düsen. Den will ich nicht, ich will den. Nein, 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 nein. Ich dachte, ich hätte einen Trickster an.